Was oder wer ist Europa? Und wenn ja, wie viele? Ich bin Europa. Ich habe keine Identität. Ich bin Europa. Angst. Überall Angst. Irgendwas passiert hier. Irgendwas passiert hier gerade. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich dazu verhalten soll. Angst, Konfusion, Hysterie. Wer sind wir? Sind wir Europa? Wollen wir Europa? Liberale Demokratie, offene Gesellschaft, wollen wir das? Was sind denn die Werte, auf die wir uns hier in Deutschland einigen können? Steuerhinterziehung? Wir haben Regeln, Werte. Gleichberechtigung von Mann und Frau, Akzeptanz von Andersgearteten, also ich meine Minderheiten, Demokratie. In Bayern gibt es keine Demokratie. Oder sind die tausendfach beschworenen Werte des Westens nur noch rhetorische Repliken vergangener Ideale? Das fragt uns Falk Richter in seinem neuen Projekt Safe Places. Zusammen mit der Choreografin Anouk van Dijk hat er am Frankfurter Schauspielhaus einen Tanz auf den Ruinen Europas inszeniert. Ein wuchtiger Weckruf. Es sind Bilder wie diese, die Falk Richter nicht loslassen. Der Mob vor einem Flüchtlingsbus, pöbelnde Populisten, völkisch wütende Politikerhasser. Wir sind das Volk. Wir schaffen das nicht. Wir, das sind auch auf Richters Bühne die Deutschen. Grüner Hügel, deutscher Wald, unsere Insel der Seligen. Hass, Hilflosigkeit, Hetze erschüttern die Bretter, die unsere Welt bedeuten. Das Theater? Ein geschützter Raum, sich Ängsten zu stellen. Ein Ort der Selbstvergewisserung. Falk Richters Angst gilt dem Angriff auf die liberale Demokratie. Ihr widmete er auch sein Stück 4. Im letzten Herbst an der Berliner Schaubühne uraufgeführt. Ich finde, wir sollten aufpassen, dass Deutschland Deutschland bleibt. Darin stellt er die Angstmacherei von Rechtspopulisten bloß. Politisches Theater, das Angst macht. Falk Richter erhielt Morddrohungen. AfD-Frontfrau Beatrix von Storch klagte damals auf Unterlassung und verlor. In seinem neuen Stück Safe Places taucht sie wieder auf. Ein Psychogramm der Neurechten, Enkelin eines führenden Nationalsozialisten. Es gab keine Gefühle in unserer Familie. Wir haben uns nie berührt, in die Arme genommen. Wir waren einander unheimlich. Am Ende bleibt Satire. Familienfeindliche Homo-Demonstranten haben ein heimatreues Herz mit veganen Hackstiegsnappen. Inländerfeindliche Berufslesben haben ein AfD-Programm unter ihrer Burka begraben. Deutschland braucht. Ein Akt des Widerstandes. Falk Richter wehrt sich mit einem Appell statt mit Antworten. Er fordert die schweigende Mitte auf, sich hörbar zu positionieren.